Herzlich willkommen zu meiner nächsten kleinen Trainerlektion. Heute möchte ich mich mal mit dieser Funktion befassen: Bepflanze ein Feld und ernte 500 mal blaue Schleife. Diese Funktion schalte ich immer gerne montags ein, wenn die neuen Pflanzen kommen, um mir einen kleinen Vorrat anzuschaffen. Ich habe zu diesem Zweck auch schon mal meinen Cache Trainerlektion 1 in temporäres Cache umgewandelt, wie ihr sehen könnt, damit ich nicht versehentlich vielleicht irgendetwas kaufe. Für alle, die, ich habe den 5.1er gestartet, für alle, die mit dem 5.5er oder etwas tiefer arbeiten, die Funktion nennt sich dort exakt genauso. Dann schalten wir diese Funktion beim Trainer mal ein. Und ich möchte euch zeigen, dass man mit dieser Funktion halt noch mehr machen kann, als so wie es da steht. Ich klicke mal auf Off. Jetzt habt ihr hier die Auswahl zwischen 100, 300 und 500. Ich empfehle euch, mit dem 100er anzufangen. Ich benutze den fast ausschließlich, weil bei 300 und 500 wird das Spiel also noch langsamer. Und bei 500, sage ich euch ganz ehrlich, wenn ihr ernten geht, dauert es ewig und ihr seid nicht schneller, als wenn ihr den 100er aktiviert. Das mache ich jetzt einfach mal und wir warten. Ihr habt es gehört, der Gong war da, die Funktion ist jetzt auf On geschaltet. Ich klicke einfach ins Spiel, damit der Trainer im Hintergrund verschwindet. Ich habe also die neue Pflanze gepflanzt und möchte mich jetzt damit ein bisschen im Inventar versorgen. Ich klicke sie mal an. Ihr müsst natürlich ausprobieren, mit wie vielen Feldern das bei euch auf einmal funktioniert. Also ich habe mit 2, 3 Feldern kein Problem. Wie ihr seht, kriege ich schon mal gleich erstmal die gelbe Schleife. Und ihr seht immer anhand des schwarzen Punktes, wie weit er ist mit dem Ernten. Bei mir geht das also relativ fix und wie ihr sehen könnt, habe ich hier 1515 von den neuen Pflanzen. Das funktioniert natürlich auch mit anderen Pflanzen, auch das möchte ich euch zeigen, deswegen habe ich hier auch mal ein paar Kürbisse gepflanzt. Jetzt sieht man zum Beispiel auch mal, wie sie rausfliegen, das hat man eben nicht gesehen. Aber das liegt jetzt sicherlich auch daran, dass die Videocam hier im Hintergrund noch mitläuft. Falls es bei euch auch nicht zu sehen ist, ihr unten seht ihr, ich habe 1515 Kürbisse. Natürlich bietet diese Funktion noch mehr und auch das möchte ich euch demonstrieren. Wir gehen einfach mal meine Farm durch. Ich habe hier diese Perserkatze, die Salz und Pfeffer abwirft. Auch die kann ich damit bedienen. Aber bitte beachtet, damit es zählt, müsstet ihr wirklich mit Salz und Pfeffer auf Null sein, sonst bringt das gar nichts. 100 mal schwarzen Pfeffer, 100 mal Salz. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Natürlich kann ich auch mein Spinnrad bedienen und ich kann mein Bienenhaus bedienen. Und auch hier fliegt mir der Honig um die Ohren. Und auch hier fliegen mir die Wollknäule um die Ohren oder das Garn. 200 gesponnenes Garn. Achtet bitte immer unten rechts, was in euer Inventar verschwindet. Ihr könnt genauso gut eure Tierstelle damit bedienen. Aber bitte seid damit vorsichtig. Es kann sein, dass ihr euch damit ein bisschen aufhängt. Es dauert also ewig, bis die sich wieder generiert haben. Ich zeige es euch gleich dann mal am Entenstall, der dauert nicht ganz so lange. Ihr könnt natürlich auch eure Tiere damit bedienen und könnt euch das Inventar mit Wolle, mit
Milchflaschen und allem anderen auffüllen. Mit Hufeisen und so weiter. Wie ihr seht, kommt hier meine Wolle mal so schön rausgeflogen. Ich gehe mal zu einer Kuh. Und ich gehe mal noch gleich zu einem Huhn. Und ich nehme noch eine Ziege mit. Testet es einfach für euch aus, wie viel ihr auf einmal klicken könnt. Das hängt natürlich von euren Rechnern ab. Und wie ihr seht, Milchflaschen, Eier, alles mal 100. Ihr könnt natürlich auch die Joghurtmolkerei damit bedienen. Und ihr könnt natürlich auch den Hühnerstall damit bedienen. Okay, die Eier hat er jetzt nicht mal 100 gemacht, das soll uns jetzt aber nicht weiter stören. Bitte vermeidet, hier drauf zu klicken, weil dann könnt ihr einpacken, dann könnt ihr das Spiel schließen. Selbst ich habe einen schnellen Rechner, also das funktioniert nicht. Ich zeige es euch mal noch am Pferd und vielleicht auch noch am Kaninchen. Ich klicke auch nicht auf diese Futtertröge. Auch da kann es sein, dass sich euer Spiel einfach aufhängt. Ich denke, ihr habt genug Möglichkeiten, wenn ihr die einzelnen Tiere anklickt, euer Inventar damit aufzufüllen. Und es flattern bei mir ein paar Hufeisen ins Inventar. Und es flattert wieder Wolle in mein Inventar. Natürlich geht es auch mit den Schweinen. Und es geht auch mit dem Schlammpfuhl. Bei den Eimern Schlamm oder bei den Klumpen Ton hier, da muss man dann immer mit der Maus ein bisschen drüber gehen, damit die ins Inventar verschwinden. Es ist einfach wie eine Goldwolke. Aber ich gebe euch auch mal noch einen Tipp. Wir haben ja manchmal so Quests, wo aus den Tieren oder aus Pflanzen etwas rauskommt. Auch da solltet ihr dann vorsichtig sein. Wenn ich zum Beispiel die Esel nehme und wir haben ja noch die Quest zu laufen. Na, Moment. Ja, zeigt es mir jetzt gerade nicht. Ich probiere es nochmal mit einem Esel. Kann euch dann passieren, dass diese Produkte eben auch 100, 300 oder 500 Mal von den einzelnen Ständen rauskommen. Okay, das funktioniert jetzt gerade nicht, aber ich wollte euch nur warnen, also wenn ihr dann von euren Standaktionen, so wie hier, den Haarstoff, das kann dann also passieren, dass dann auch 100 Haarstoffe rauskommen. Also wenn ihr dann Quests habt, passt ein bisschen auf, was ihr füttert. Natürlich geht es auch mit den Ständen, aber bitte achtet darauf, das zählt natürlich nur, wenn ihr hier oben in eurer Leiste unterm Limit seid. Ansonsten verpulvert ihr das Ganze. Kommen wir zum Tier, zum Entenstall, wie angekündigt, den werde ich jetzt mal abernten. Der geht relativ schnell im Vergleich zu den anderen Ställen. Aber auf die Art und Weise könnt ihr halt euer Inventar gut auffüllen. Nehmen wir den Schwan auch noch gleich mit. Oh, es dauert wieder eine Weile, bis die mir hier anfangen zu arbeiten.
Dann gehen wir doch mal gleichzeitig parallel noch zu den Bäumen. Bei den Bäumen ist es so, funktionieren tut es 3600 Federn, war hier gerade angezeigt. Ich hoffe, ihr habt es sehen können, aber ihr könnt ja das Video jederzeit stoppen. Bei den Bäumen ist es so, wir haben hier mal schwarze Federn, dass es bei den unbeschnittenen Bäumen nicht unbedingt funktioniert. Mal klappt es nicht. Ich nehme nochmal die Zitronen, die sind auch unbeschnitten. Da funktioniert es auch nicht. Ihr seht, ich habe nur 29, aber bei allen beschnittenen Bäumen, auch da kommt für pro Baum plus Bonus eben mal 100 raus. Okay, ich habe nicht aufgepasst, ich kann es euch nicht zeigen. Ich nehme nochmal einen anderen Hain. Und ihr achtet mal hier unten, ob da was da steht. Jetzt fliegen sie wieder schön, jetzt sieht man es doch. Und ich habe 438 traditionelle wilde Äpfel im Inventar. Eine wunderschöne Sache ist es auch. Ihr könnt natürlich auch zum Beispiel in die Höhle gehen. Auch da funktioniert das. Ich brauche gar nichts dazu zu sagen, ihr seht es selber. Und natürlich kommt auch noch das Golderz hinterher. Gleiches funktioniert natürlich auch. Gleiches funktioniert natürlich auch beim Perlentauchen und natürlich auch bei der Pilzsuche. Ich zeige es euch auch gerne hier. Ihr könnt natürlich auch Wasserpflanzen ernten. Das möchte ich jetzt bloß nicht machen, weil ich dann so viel wieder in meinen Behälter eintauschen muss. Aber auch hier Kräuterseitlinge 200 Stück. Was aber noch genial ist, ihr könnt natürlich auch angeln gehen. Ja, gehen wir doch mal eine Runde angeln. Auch das funktioniert alles reibungslos. Und die Fische kommen nur so geflogen. Machen wir es nochmal. Wir haben 200 Sonnenbarsche. Vielleicht kommen ja noch was anderes dazu. Wir haben jetzt noch 100 Flussbarsche und 100 Barsche dazu bekommen. Das soll schon reichen. Aber was ich euch noch zeigen möchte, Seetang ist ja auch immer so ein beliebtes Thema. Setzt einfach ein paar ausgezeichnete Diamantschildkröten auf eure Farm und mit dieser Funktion geht ihr einfach mal ein bisschen Seetang angeln. Das ist die einfachste Methode, euch Seetang 200 Stück ins Inventar zu holen. Da braucht ihr keine Codes verwenden, da braucht ihr nichts zu tauschen. Ganz einfach nur ausgezeichnete Schildkröten ernten. So, ich denke, das soll es gewesen sein. Probiert es einfach aus. Passt auf die Questsachen auf. Das ist meine einzige Empfehlung. Geht nicht auf den großen Tierstall. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, auf die Art und Weise auch in euer Inventar aufzufüllen. Das war's. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.